Hi, ich weiß nicht, ob ich schon ein Intro gedreht habe zu Kaufverhalten und so weiter, ne? Ich habe eine Kleinigkeit wieder geschickt bekommen. Es geht nur um die Curly Box und es geht um eine kleine Sache, die ich euch auch zeigen möchte. Zum einen hatten wir ja zuletzt unsere standesamtliche Hochzeit, da haben wir so ein paar Kleinigkeiten bekommen, weil die großen Geschenke, die kommen halt erst zur freien Trauung. Aber wir haben halt sehr viel Schokolade und so einen Kram bekommen. Und da hatten wir auch das Glück, dass wir hier zwei Badesalze, Badeperlen und Badesalz bekommen. Eine Portion Liebe mit Chardonnay-Traube und Johannisbeere und mit Rose, Kakaobutter und Zauberernuss. Zaubernuss. Okay. Ja, und dann hat mir eine Zuschauerin, ist schon was her, sie hat mich gefragt, ob ich eventuell die kleine Kerze hier haben möchte. Ich kannte sie noch nicht, aber ja, habe dann halt gegoogelt, wie die Duftbeschreibung ist und habe gedacht, ja, ich glaube, die mag ich. Und ich mag sie. Das ist eine richtig schöne ozonische Kerze. Wirklich sehr schön. Mag ich und ich freue mich drauf, dass ich die einfach so bekommen habe. Die war schon angebrannt, aber das macht überhaupt nichts. Ja, ich freue mich. Vielen Dank auch nochmal auf diesem Wege. Wie gesagt, dann kam meine Curly Box und ich habe natürlich schon reingeguckt und so weiter, ne, weil das ist jetzt doch schon wieder ein bisschen was her. Ja, die Locken, die hauen mich jetzt auch nicht so ganz vom Hocker, muss ich ja auch gestehen. Zumindest so auf dem ersten Blick. Ich lasse mich natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen. Die Box hat jetzt einen Wert von 91,20 €. Ich bezahle im Quartal. Also 99 Euro, also 33 Euro im Monat in dem Falle mit Versand. Kann euch das natürlich mal in die Infobox verlinken. Wobei ich tatsächlich, wenn ihr so ein ungeduldiger Mensch seid, dann würde ich euch eher die Lockenbox empfehlen, weil die Curly Box hat oft sehr, sehr, sehr Verspätung, weil die halt mit dem, ja, nicht richtig planen können, meiner Meinung nach. Weil die warten immer auf das Aktuelle, was aus Amerika oder sonst aus welchen Ländern kommt, was sie in der aktuellen Box reintun, um die dann zu verschicken. Ich würde das ein bisschen anders handhaben. Ich würde es tatsächlich ein bisschen im Vorlauf machen, dass immer dann, weiß ich nicht, dass wir auf die Produkte, dass die Firma auf die Produkte wartet, die in 3 Monaten erst rauskommt, wenn er versteht, was ich meine. Aber gut, das ist halt nur meine Denkweise, ne? Muss ja nicht jeder so denken. Ja, ich weiß ja auch nicht, wie groß die Firma ist. Vielleicht ist es ja auch ein kleines privates Unternehmen. Dann kann ich auch verstehen, dass man jetzt nicht die Lagerräume hat, ne? Egal, auf jeden Fall. Aber Kundenzufriedenheit ist natürlich trotzdem wichtig und das dauert oft echt sehr lange. Egal, ich habe hier sowas hier. Und das mache ich jetzt nicht auf. Das ist eine sehr flüssige Angelegenheit da drin. Das ist eine, ja, so ein, ich lese mal vor, Tropical Detox. Das kostet wohl 26,90 € mit seinen 240 Millilitern. Und das ist wohl eine Entgiftigungsbehandlung für die Curls und Waves. Sie besteht zu 99,6 aus natürlichen Inhaltsstoffen und ermöglicht deinen Haaren und deiner Kopfhaut einen gesunden Neustart, also quasi ein Reset für deine Haare. Die 4-in-1 Detox Haarpflege ist eine natürliche Entgiftungskur auf Basis von Banane, Leinsamen, Scheisamen, Hibiskusessig und, was ich nicht lesen kann, Kaolinten. Sie hilft gegen Build-up und gibt deinen Curls einen Fresh Start, geeignet für natürliche und kolorierte Haare. Ja, und dann, das muss man halt dann trage die Maske einmal im Monat auf deinen nassen Haar und deine Kopfhaut auf, 10 bis 20 Minuten einwirken lassen, danach ausspülen. Ja, ich werde es auf jeden Fall probieren. Dann Conditioner. Wo haben wir den Conditioner? Ist das der Conditioner? Smoothie? Nee, das ist das. Dann haben wir hier, ich glaube, das ist halt auch von der gleichen Marke. Rein optisch ist das so ein bisschen Holy Festival-mäßig, ne? Ich werde die Sachen nicht aufmachen. Normalerweise schnuppere ich ja gerne an diesen Sachen, aber die sind halt verschweißt. Deswegen lasse ich das noch zu, bis ich das benutze. Und das ist einfach ein Conditioner, der kostet 15,90 € mit seinen 250 Millilitern. Ist vom Preissegment, ist in Ordnung. Mehr würde ich allerdings auch nicht für einen Conditioner bezahlen. Und ja, er soll wohl die Curls mühelos entwirren und pflegen mit intensiven Aloe Vera, Jojoba, Mandelöl und so weiter. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Dann haben wir hier den Smoothie. Der Smoothie, ich glaube, das ist so eine Art Leave-In. Die haben übrigens, das ist der erste mit Proteine. Die anderen zwei waren halt mit Feuchtigkeit. Meine Haare, kommt immer so drauf an, eigentlich mögen sie Proteine.
Und aber nur nicht zu viel, dann sehen sie fettig aus. Ja, auf jeden Fall ist das ein, der lecker riechende Smoothie ist ein Leave-In, seht ihr? Welcher deine Curls mit Jojobaöl, Süßmandelöl, Mangobutter und Aloe Vera pflegt. Jojoba-Proteine stärken deine Haare, Provitamin B5 sorgen für Glanz. Geeignet für Waves wie auch Curls und Coils. Ich glaube, das sind diese Dreads, ne, glaube ich. Kann auf feuchten oder trockenen Haar angewendet werden. Für feine Haare empfehlen wir eine kleine Menge. Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, trotz allem, ne? Habe ich gesagt, der kostet 21,50. Und dann kommt hier schon das letzte Produkt. Vier Produkte sind immer mindestens in der Box. Hier haben wir dann halt das Minimum drin gehabt. Ja. Und das ist jetzt so eine Art Serumöl. Das hat hier oben so eine Art, ich denke, man dreht und dann kommt es raus. Man kann das bestimmt auch gut so, ne, punktuell auftragen. Hat ein bisschen von der Optik, sieht das ein bisschen aus wie Olivenöl, finde ich. Das gute Stück hier kostet mit seinen 250 Millilitern, kostet 26,90 Euro. Ist übrigens alles vegan, tierversuchsfrei und so weiter. Da achten die Boxen immer sehr drauf, was ich immer sehr cool finde. Aber das hier besteht aus 100% natürlichen Inhaltsstoffen, vollgepackt mit 12 Ölen, die das Haarwachstum stimulieren, Haarbruch bekämpfen und Juckreiz auf der Kopfhaut lindern. Finde ich super, sowas. Also das ist so mein Lieblingsprodukt aus der Box, würde ich jetzt mal sagen. Süßes Mandelöl, Jojobaöl, Olivenöl, Avocado, Sojaöl, Kokosnussöl pflegen deine Curls, die ätherischen Öle wie Ylang Ylang, Himalaya-Zeder, Pfefferminze, Basilikum, Grapefruit, Rosmarin unterstützen das Haarwachstum. Und dann massiere das Öl regelmäßig, ca. zweimal die Woche in kreisenden Bewegungen, in deine Kopfhaut ein. Und ich finde, das riecht sehr lecker, wie so ein italienischer Garten. Mhm. Ja, man kann das auch als Pre-Shampoo verwenden, dass man das eine halbe Stunde einfach mit so einer Duschhaube auf dem Kopf lässt. Oder als Finishöl einfach eine kleine Menge, um halt den Cast auszudrücken. Also es ist so ein Multikulti-Talent hier. Bin ich gespannt drauf. Mal gucken, was ich noch Neues bekomme, was ich euch noch zeigen kann. Ich weiß nicht, habe ich schon ein Intro gedreht? Ich glaube, ich habe schon ein Intro gedreht. Ich habe schon irgendwas gezeigt. Ob Paket oder aber... Ich bin mir nicht sicher, deswegen kein Intro, aber dies ist trotzdem mein Intro. Ne? Ich habe aufgrund eines Videos, was ich bei meiner lieben Irene gesehen habe, habe ich gesehen, dass sie etwas ergattern konnte, was ich in der LE, weil ich bin ja keine LE-Jägerin mehr, aber was mich trotzdem sehr, sehr, sehr gereizt hat. Nicht, weil es irgendwas mit Sternzeichen zu tun hat. Nein, wegen diesen Steinen und weil die Optik einfach mich voll gereizt hat. Ja, ich rede von der The Power Is Essence Limited Edition. Und dann hat sie mich auf die Idee gebracht, einfach auch mal bei eBay Kleinanzeigen zu gucken. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe tatsächlich die 4 Setting Sprays ergattern können bei eBay Kleinanzeigen. Bin ein bisschen happy, muss ich ja sagen. Ich habe auch schon das Fire. Mein persönliches Element, weil ich bin ja Löwe, habe ich schon verwendet und dieser Duft ist mega. Und der Kopf ist wie die von Pixie so ein bisschen, finde ich. Ein bisschen nicht ganz so fein, aber trotzdem sehr geil. Ich weiß gar nicht, was für ein Geruch. Wartet mal. Ja, der Duft, der sagt mir was. Ich weiß aber jetzt nicht was. Ich weiß es nicht. Es riecht auf jeden Fall fantastisch. Ich mag es. Es gibt Feuchtigkeit und man kann es als Primer Spray nehmen. Hier sind halt diese Amethyststeine drin, heißen die so. Schlagt mich nicht, wenn das nicht so ist. Ja, ich bin happy. Dann das Water. Ne? Water gibt es auch, ne? Das ist auch, das ist alles Hydrate und Prime. Ne? Ja, hier sind, was für Steine sind hier drin? Rock Crystals. Ja, genau. Hier sind, ich weiß nicht, ob das wirklich die richtigen Steine sind, aber es sieht natürlich schick aus, ne? Ja, mag ich. Dann Earth. Earth sieht natürlich auch cool aus. Da sind Adventure Infused. Was sind denn das für Steine? Also das Water kann dabei helfen, negative Emotionen zu befreien und Energie zu bündeln. Aha. Fire. Kann dabei helfen, den Geist und Emotionen von dem Element Feuergeborenen zu beruhigen. Okay. Also, ja, das ist natürlich nicht, ne? Aber ja, hier ist irgendwas Grünes drin, Smaragd. Nein. Und Air.
Rose Quartz. Oh, ich finde, die sehen ja schon schön aus. Ne? Ich mag's. I like. Ja, jetzt habe ich die vier Elemente hier und ich will die eigentlich gar nicht benutzen, aber ich benutze sie. Finde ich voll cool. Und kann man das aufmachen? Ja, guck mal, man kann die sogar aufmachen. Dann kann man theoretisch ein anderes Synthet da reinfüllen. Cool. Okay. Dann habe ich mich dazu entschlossen, mir ein neues Wimpernserum zu kaufen. Ich habe lange überlegt, das wisst ihr ja mit meinen Wimperchen und so, ne? Und dann bin ich halt, habe ich viele Testberichte geguckt. Ich wollte mir erst das bestellen, das Grande Lash heißt das, glaube ich. Das benutzt auch die liebe Claudi von Claudis Welt. Da war ich auch kurz vor, bevor schon, aber dann, da sind halt bestimmte Hormone drin. Ich würde es benutzen, ne? Aber dann habe ich halt das KU2 habe ich dann halt entdeckt und das soll wohl frei von diesen ganzen Sachen sein. Von dem Preis her sind das ungefähr 15 Euro günstiger als das von Claudi, wobei Claudi hat ja auch diesen, ich glaube Claudi 15 und so, dann spart man halt auch noch. Allerdings, was mich da hier dran gereizt hat, ist, dass man das zweimal am Tag aufträgt und zwar sogar unter Mascara. Das hat mich gereizt, ne? Dass man nicht hier, dass man das immer auftragen kann. Ne? Steht zwar drauf, dass man das halt auf gereinigte Wimpern und so auftragen soll, aber da haben die dann halt so gezeigt, Propaganden heißt das so, haben dann halt auch mit und ohne Make-up getestet und die hatten beide den gleichen Erfolg und das hat wohl nach kurzer Zeit schon angefangen zu wirken. Das kostete, da habe ich keinen Versand für bezahlt, das war auf der KU2-Seite selber, da habe ich 49 Euro für bezahlt und ich habe mir gedacht, wenn das wirklich schnell hilft, dann habe ich gleich auf der Hochzeit schöne, längere, dichtere Wimpern, weil es soll Dichter und Länge soll das geben. Es sind 3,5 Milliliter und ist wohl hergestellt in Deutschland, also Mülheim an der Ruhr. Finde ich gut. So was unterstütze ich dann mich gerne. So, achso, da war übrigens noch eine Probe drin. Was ist das eigentlich? Tagescreme mit Hyaluron. Werde ich mal austesten. Lege ich mir hier oben hin. Oh, oh Gott, was ist das denn für ein Vieh? Nein! Aber jetzt zeige ich euch noch eben, was gerade eben noch schnell mit dem Hermesboten gekommen ist. Ich habe mir nämlich, Desinfektionsmittel, ne? Ich habe davon nämlich noch so eine halbe Flasche im Schrank stehen und das ist meiner Meinung nach das größte Desinfektionsmittel. Das ist nämlich von Hexadermal, ist das. Das hatten die damals, bevor Guidos Mama leider verstorben ist, da ist sie ja gepflegt worden. Und dieses Desinfektionsmittel hatten halt auch die Pfleger und dann hatten die halt am Schluss noch die restlichen Sachen dagelassen. Und das habe ich dann halt auch mal verwendet und ich finde, also es ist sehr flüssig, ne? Aber ich finde, das riecht nach, so wenn das, also wenn der erste Gestank verflogen ist, sage ich jetzt mal, von dem Alkohol, hat das was von Baby... Duschgel. Ja, hat aber total. Und deswegen, also es ist, ich habe das halt auf bei Dr. Morris gesehen. Da kostet das, glaube ich, 5 Euro um den Dreh. Und plus Versand. Aber irgendwie hat mein Internet da gerade gesprochen, weil ich habe mein Handy habe ich mich jetzt ausgetauscht, mein Honor. Und jetzt habe ich das von meinem Mann bekommen. Er hat nämlich ein neues iPhone bekommen, hat dann halt mir gesagt, hier, du kannst meins nehmen, wenn du möchtest. Ich war eigentlich mit dem Honor komplett zufrieden. Und dann habe ich aber einfach gedacht, ja komm, mit der Kamera ist schon geiler, das iPhone und so. Und dann habe ich mich jetzt einfach die letzten Nächte damit hingesetzt und habe dann halt die, weil da halt keine Phone-Clone-App von gab und so, habe ich mir das halt rübergezogen. Und ja, währenddessen hat das halt nicht so ganz geklappt mit diesem Online-Shopping und dann habe ich das bei eBay gesehen. Preisvorschlagen, sofort Kaufgedöns. Ne? Habe ich dann jetzt 3 von diesen Flaschen gab es dann halt im Setpreis. Ne? Habe ich mir dann halt geholt. War jetzt im Endeffekt genauso teuer, als hätte ich bei Doc Morris diese 6 Euro bezahlt plus Versand und dann hatte ich es aber direkt. Ja, ich wollte nur mal schnell mit euch zusammen ein Päckchen auspacken, was ich von der lieben Emine zugeschickt bekommen habe. Ja, ich habe mich jetzt nicht zurecht gemacht. Ich sehe aus, wie ich aussehe. Ich wollte es einfach auspacken, damit ich es hier... Ich bin ja neugierig, ne? Ja. Ich gucke. Und ich hoffe, ihr seid auch neugierig. So. Da schauen wir mal. Erstmal ein paar Pröbchen habe ich hier. Von L'Oreal ein Make-up. Dann
Wundheilprozess ist Hautschädigung, wo so ein Wundgel, so zwei so Dinger, achtet nicht auf meine Nägel, die Farbe finde ich unglaublich schön, aber der splittert total ab, an dem hier komplett einfach abgerissen. Maske von Balea, die sieht also verpackungsmäßig, haben die es ja voll drauf, ne? Und dann ist hier so eine, wie gut putze ich meine Zähne? Okay. So, dann schauen wir mal. Fit Me Foundation, matt. Ja, ich denke, die werde ich weitergeben. Und die sieht auch relativ dunkel aus für 120. Würde ich jetzt mal behaupten. Hello Now, Holo Now von Essence. Sparkle, da ist er. Sparkle Stick. Ja, der ist auf jeden Fall auch so ein, seht ihr das? Das ist so ein holographisches. Boah, ich habe mir gerade voll wehgetan beim Paket öffnen. Dann Prismatic Holo Highlighter, auch von Essence. Ist auch ein Kandidat für Trash, denke ich, weil das so Holo mag ich ja an mir persönlich nicht. Aber so habe ich wieder Material, das ist sehr gut. Ach, wie süß. Lip Balm, guckt mal, wie niedlich. Gut, der Stick an sich, der ist einfach nur ein bisschen weihnachtlich gestaltet, aber mit dem Schneemann ist natürlich ein sehr süßes Geschenk. Dankeschön. Oh, aui. Dann eine Lidschattenbase von Essence. Dann den Stick von Nude Magique von L'Oreal BB Cream. Ich weiß gar nicht, habe ich den? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist die Farbe. Medium, Light Medium. Dann haben wir hier Snail, also ein Schneckenscrub. Bin bei Schneckensachen immer, finde ich mal ekelhaft, aber die sollen ja echt gut sein, ne? Bivenom Serum hilft feine Linien und weiß ich nicht. Aber das sieht so aus. Kriege ich das richtig auf, ohne kaputt zu machen? Mit Pipette und so, da klingelt es. Einen Moment. Ja, ist auf jeden Fall ein kleines Serum. Finde ich gut. Stelle ich mir mal dahin. Dann, was haben wir hier Schönes? Augenbrauen-Enthaarungsstreifen finde ich auch interessant. Ach so, dann haben wir hier etwas in Ceva eingepacktes. Das ist so eine kleine Palette von Catrice, sind die, glaube ich. Ja, genau. Sieht auf jeden Fall auch schön aus. Vor allen Dingen hauchdünn, finde ich super. Dann haben wir hier von Bourjois Color Edition. Ach, guck mal, der sieht aber schick aus. Ist das ein Creme-Lidschatten oder was soll das sein? Bist denn du? Ich denke, das ist ein Creme-Lidschatten. Cream to Powder Finish. Werde ich ausprobieren. Catrice Camouflage. Sowas verwende ich nicht so häufig. Ich verwende sowieso kaum Concealer mehr. Keine Ahnung. Ich habe ein paar Glitzerpigmente. Kann ich gut für meine Wachsküche Miss Curly Wax gebrauchen. Dann noch was in Ceva. Fühlt sich an wie ein Make-up. Ist auch ein Make-up. Und zwar von Astor. Das sieht gut aus. Vor allem von der Farbe her. Perfect Skin Primer. Werde ich testen. Cool. Dann eine Zahnpasta. Max White Sparkle Diamonds. Ich weiß jetzt nicht, ob das was für mein Zahnfleisch ist, aber vielleicht mag Guido die ja. Werde ich mal fragen. Und dann haben wir hier noch so ein Mega-Päckchen. Mit Lidschatten, glaube ich. Ja, hier haben wir auf jeden Fall viele so Monos. Die, denke ich, gebe ich auch weiter. Aber das, wie gesagt, ich finde das super, dass Emine mir da was zugeschickt hat, damit ich weiterhin Päckchen machen kann. Von Manhattan ein Lila. Hier ist noch ein Lila von Essence Mary Berry. Den hatte ich auch schon mal. Warte, ich mache mal auf, damit ihr das besser sehen könnt. So ein Lila. Den hier besitze ich schon. Den finde ich super. Das ist so ein... Der changiert so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber der ist wirklich schön. Ja, das seht ihr bestimmt jetzt nicht. Nee, seht ihr nicht. Auf jeden Fall changiert der ein wenig. L'Oreal. Oh, da ist was kaputt gegangen, aber das macht nichts. Ich habe es ja geschenkt gekriegt. Ne? Wir wollen ja mal nicht so sein. Von Catrice ein Monolidschatten. Den habe ich, glaube ich, auch. Den besitze ich, glaube ich. Oh, hier, der ist kaputt gegangen. Ja,
der ist zerbröselt, der wandert direkt in den Müll. Ja, tut mir leid, aber bevor ich mir das hier alles gerade vollsiff, oh, die sieht aber schön aus. Die gefällt mir, so eine Grüntonpalette. Oh, der ist auch schön. Die ist auch schon, vor allem Flormar macht richtig tolle Lidschatten. Schaut mal, die gefällt mir auch sehr gut. Ja, voll schön. Dann so eine kleine Chocolate and Strawberry Palette. Ich denke, oh, guck mal, sehr niedlich. Aber ich denke mal, das Blush wird mir zu dunkel sein. Das ist schon sehr dunkel. Vor allem hat das so einen Goldschlierer. Aber der sieht schon gut aus. So. Dann Skin Finish. Das habe ich mal leer gemacht. Aber ich glaube, das ist mir zu dunkel. Aber von dieser Reihe habe ich sogar mal einen Puder leer gemacht. Dann einen Bronzer von Beauty by Chibo. Das ist ein Bronzer, okay. Hat einen schönen Glow. Den probiere ich mal aus. Essence Mosaic Blush habe ich schon. All You Need, ja, den besitze ich schon. So ein Mosaic Blush. Dann Catrice, diese Blushbox hier. In der Farbe Glittering Pink. Sieht so aus. So pink ist der gar nicht. Probiere ich mal aus. Und dann haben wir noch eine Blushpalette. So, dann gucken wir doch mal rein. Bei meinem Glück ist das jetzt pink. Von Freedom. Ja, Pink Baked. Boah, mein Gott, ist die pink. Oh. Aber die wird auf jeden Fall, wird die mal bestimmt irgendjemanden zum Lächeln bringen in einem Trash-Paket. Dankeschön, Mine. Ich werde definitiv was damit anfangen können. Und sei es, um euch ein Video bescheren zum Trashen. Okay. Vielen Dank auf jeden Fall für alle anderen, dass ihr mit bei dem Video dabei wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis bald. Ciao.